Vom höheren Bewusstsein zum Urbewusstsein. Der Weg führt vom Bewusstsein in ein höheres Bewusstsein weiter bis ins Urbewusstsein. Dann wird es dir bewusst werden. Bewusstwerdung führt zu Wissen. Sich bewusst sein, sich bewusst werden, erzeugt Bewusstsein. Wenn das Wünschen und Manifestieren nicht funktioniert, wird es an Nachfolgenden liegen. Auf dem Pfad vom höheren Bewusstsein zum absolut reinen Urbewusstsein benötigt der Mensch einen reinen, klaren und gesunden Verstand und Geist. Mens sana in corpore sano, ein gesunder Geist in einem gesunden Körper. Das ist nicht mehr zeitgemäß, denn die Energien haben sich gewaltig verändert. Es reicht nicht, seinen Körper gesund zu halten, sondern er muss auch absolut rein sein. Und das nicht nur außen, sondern auch innen. Ein Magen mit Fleischabfällen und Alkohol führt zur Verunreinigung des Körpers. Der Magen ist weder eine Müllhalde, noch eine Belegrube. Wie innen, so außen, so auch unten und oben. Oben ist das Gehirn, der Verstand, der Geist. Ein reiner, gesunder Körper, innen und außen erzeugen einen reinen, klaren, gesunden Verstand bzw. Geist. Der Geist kann sich nur so mit dem höheren Bewusstsein und dann mit dem Urbewusstsein verbinden und so wieder zu einem werden. Das ist der Pfad, der dorthin und nicht wegführt.